So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine weitere Challenge gehen und zwar müssen wir Handlanger beide Yacht über Bord werfen. Wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt mal wie gewohnt zeigen. Falls euch das Ganze hier weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und auch über ein Abo freuen. Danke für euren Support und wir müssen jetzt erstmal hier bei der Yacht landen. So, die Yacht dürfte eigentlich jeder kennen, das befindet sich ganz genau hier oben rechts auf der Karte. Einfach hier landen und ihr braucht natürlich erstmal eine Waffe. Schnappt euch am besten hier die Kiste. So. Okay, eine Pistole ist vielleicht eine dumme Waffe, aber sollten wir auch hinkriegen, dann einfach hier abschießen. Dann geht ihr hier auf Tragen, geht am besten hier nach oben und werft den dann über Bord. So, und dann ist er im Wasser. Und das Ganze müssen wir, glaube ich, insgesamt 10 Mal machen. Dann bekommt ihr da, ich glaube, 55.000 XP. Ist also eine relativ simple Aufgabe. So, haben wir noch einen Bot irgendwo in der Nähe? Ich glaube, ganz, ganz vorne bei der Yacht ist auch noch einer. Aber ich glaube, das solltet ihr hier ganz easy schaffen in... Ich glaube, 4 Runden sollte man das easy hinkriegen. Nein, 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 nein. Diese Bots, ne, die sind so OP. Und falls ihr euch auch für Livestreams interessiert, ups, jetzt habe ich den gefinisht, dann klickt mal oben rechts auf das i, denn ich bin immer täglich live auf meinem Zweitkanal. Das war jetzt gerade ein bisschen Reflex, dass ich den gekillt habe. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist nicht das hier. Nein, 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 lass mich wieder hoch. Oha, nice. Ihr könnt natürlich auch hier reingehen, euch kurz verstecken oder so. Und dann geht ihr hier zum Handlanger hin. Und gibt ein paar Headshots. Macht das Ganze hier so. Geht am besten ganz, ganz hier nach vorne. So ein bisschen Titanic-Feeling. Und jetzt schmeißt ihr den über Bord. So löst man ganz, ganz easy die Aufgabe. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Video.